Hallo zusammen und willkommen. Möglicherweise hast du schon einmal von der Natron-Zitronen-Kur gehört. Du willst wissen, was es damit auf sich hat, und du stellst dir diese Frage. Kann eine Kur aus den drei simplen Zutaten wirklich gesundheitsfördernd sein? Im heutigen Video erfährst du alles, was du über diese einfache und doch effektive Kur wissen willst. Für welche Zwecke ist sie geeignet, welche Vor- und Nachteile gibt es? Ob eine Kur mit Zitronen oder Natron Krankheiten verhindern kann und wer lieber die Finger von dieser Kur lassen sollte? Welche Vor- oder Nachteile gibt es? Ob eine Kur mit Zitronen und Natron Krankheiten verhindern kann und wer lieber die Finger von dieser Kur lassen sollte? All deine Fragen sollen hier umfassend beantwortet werden. Los geht's! Kommen wir zu der ersten Frage, was du von der Kur mit Wasser, Natron und Zitrone erwarten und nicht erwarten kannst. Um es vorwegzunehmen, die Natron-Zitronen-Kur heilt keine Krankheiten. Da die Anwendung dieser Zutaten, die in den meisten Haushalten vorhanden sein sollte, positive Einflüsse auf deinen Organismus hat, kann die Kur unter Umständen das Entstehen und Ausbrechen bestimmter Krankheiten verhindern. Auch lassen sich mit der Kur Symptome einer Erkrankung abmildern. Wenn du krank bist, kannst du jedoch nicht erwarten, dass deine Erkrankung mit Hilfe von Natron und Zitrone behandelt werden kann. Dafür solltest du in jedem Fall deinen Arzt konsultieren. Im Internet kursieren Gerüchte, dass die zu besprechende Kur sogar Krebs heilen könne. Sowas hier zu propagieren wäre jedoch sehr unseriös. Solche Spekulationen sind wissenschaftlich nicht belegt. Die Effekte, die die Natron-Zitronen-Kur auf deinen Körper hat, sind aber auf jeden Fall positiver Natur. Sie können deine allgemeine bestehende Gesundheit stärken. Ein widerstandsfähiger und gesunder Organismus wird im Allgemeinen tendenziell seltener von schlimmen Krankheiten heimgesucht. Es lässt sich also höchstens indirekt einen Zusammenhang zwischen der Kur und dem Besiegen von Krankheiten herstellen. Einen direkten Zusammenhang gibt es folglich nicht. Kommen wir zu der nächsten Frage, wann ist eine Kur mit Zitrone, Natron und Wasser angebracht und empfehlenswert? Nun, es gibt verschiedene Anwendungsgebiete für die Natron-Zitronen-Kur. Sie kann dir bei einigen Problemen in deinem Körper helfen und sie kann dich unterstützen bei mehreren Zielen, die du für dein Wohlbefinden erreichen möchtest. Die Kur kann dir dabei helfen, wenn du verhindern willst, dass dein Körper übersäuert. Das bedeutet, dass der pH-Wert in deinem Organismus aus der Balance gerät. Eine mögliche Ursache dafür könnte beispielsweise ungesunde Ernährung sein. Willst du deinen Körper entgiften, kann das Gemisch aus Wasser, Natron und Zitrone dir eine wertvolle Unterstützung sein. Wenn du die Funktion deiner Zellen optimieren möchtest, ist diese Kur ebenso angebracht. Des Weiteren kann sie dich bei deinen Plänen für eine Diät unterstützen und hilft dir durch Aktivierung des Stoffwechsels natürlich auch beim Abnehmen. Die auf Natron und Zitrone bauende Kur kann deinen Darm in Schwung bringen und regt die Verdauung an. Zudem ist sie eine gute Hilfe bei Sodbrennen, da das Natron die in die Speiseröhre aufsteigende Magensäure neutralisiert. Wird die Speiseröhre ständig von Magensäure gereizt, kann das eine mögliche Ursache für Speiseröhrenkrebs sein. So kann die Natron-Zitronen-Kur hier indirekt unterstützen, Krebs zu vermeiden. Du kannst mit der Kur ebenso verhindern, dass du Blähung bekommst. Nicht zuletzt unterstützt sie bei der Reinigung der Leber. Neben der Leber profitieren auch die Nieren von einer Kur mit Natron und Zitrone. Wenn du Nierensteine hast oder an einer Funktionsstörung der Niere leidest, unterstützt sie dich bei der Behandlung. Obacht jedoch, bei eingeschränkter Funktion der Niere gilt das nicht zwangsläufig. Die gleiche Hilfe erfährst du bei Harnwegsproblemen. Auch hier kann die Kur sinnvoll eingesetzt werden und unterstützt. Wie nun aber funktioniert die Kur mit Natron und Zitrone genau? Du möchtest zur Unterstützung deiner Gesundheit die Kur nun beginnen? Wenn du die Zutaten hierfür noch nicht daheim hast, dann besorge diese zunächst. Worauf du beim Einkauf achten solltest und mit welchen Produkten es genau geht, erfährst du nun. Nummer 1 Natron. Natron steht für Natriumhydrogencarbonat. Du bekommst es sowohl im Internet als auch im stationären Einzelhandel. Es gibt verschiedene Markennamen dafür und wird auch vertrieben als Speisenatron, Backsoda, Backnatron oder Speisesoda. Natron gibt es in handlichen 250 Gramm beinhalteten Packungen für die Küche, ist aber auch in 5 Kilogramm Eimern für den Großverbraucher erhältlich. Für die Kur reichen eine kleine Packung völlig aus. Da du sicher wissen möchtest, was du während der Kur eigentlich zu dir nimmst, sei noch erwähnt, dass Natron recht vielfältig verwendet wird. Es wird als Backtreibmittel eingesetzt und soll aber auch Sportlern bei der Ausdauer helfen, indem es Bestandteil der Sportlernahrung ist. Außerdem findet das Natriumsalz Verwendung in Zahncremes und wird bei Vergiftung mit einigen Medikamenten als Gegenmittel verabreicht. Da du dir sicher viel versprichst von der Kur, achte beim Kauf der Zitronen auf Qualität. Kaufe im Idealfall Zitronen in Bio-Qualität.
Da gehst du auf Nummer sicher, dass du bei der inneren Anwendung keinerlei Pestizide zu dir nimmst. Auch sind alle wichtigen Vitamine und Enzyme der Zitrone dann zweifelsfrei noch erhalten. Die sind für das Wasser-Natron-Zitronengetränk zwar nicht ausschlaggebend, fördern die Gesundheit aber zusätzlich. Wenn du weißt, dass du Ware von 1A Qualität zu dir nimmst, hast du von Anfang an ein besseres Gefühl zu der Sache. Zitronen enthalten viel Vitamin A, D, C und B12 sowie Magnesium. Zitronensaft wirkt entzündungshemmend und antibakteriell. Kommen wir nun zur Zubereitung und zur Einnahme. Dein Kurgetränk ist schnell und einfach zubereitet. Zur Herstellung befüllst du eine Tasse mit warmem Wasser ungefähr 250 ml. Die Wassertemperatur sollte idealerweise bei 35 bis 45 Grad Celsius betragen. Auf jeden Fall nicht heißer als 50 Grad. Dann nimmst du einen gestrichenen Teelöffel Natron und verrührst es gründlich mit dem Wasser. Die Mengenangaben solltest du einhalten. Wenn du zu viel von dem Natron reinrührst, wird und wirkt das Getränk dadurch nicht besser. Zu viel des Guten kann bei empfindlichen Personen unter Umständen eher schaden als nützen. Ein Teelöffel reichen daher völlig aus. Für dich hat das den positiven Nebeneffekt, dass die Kur extrem preisgünstig ist. Für rund 1 Euro bekommst du durchaus 250 Gramm Natron. Jetzt kannst du das Natron- und Wassergemisch direkt trinken. Nimm dir nun eine Zitrone und presse den Saft aus. Du benötigst nicht viel davon für eine effektive Kur. Es genügen einige Tropfen, die du in ein Glas tust. Fülle das Glas nun mit kaltem Wasser auf. Bevor du es nun trinkst, vergewissere dich, dass seit der Einnahme des Natronwassers ungefähr 10 Minuten vergangen sind. So erreichst du ein Maximum an Wirkung und verhinderst möglicherweise leichte Übelkeit, die bei zu rascher Einnahme direkt hintereinander schon einmal vorkommen kann. Kommen wir nun zu der Frage, wann und für wie lange soll die Kur durchgeführt werden? Dein Kurgetränk aus Wasser und Natron und das Zitronenwasser konsumierst du direkt morgens, wenn du aufgestanden bist. Dein Magen sollte komplett leer sein. Auch die erste Mahlzeit des Tages solltest du frühestens eine Stunde nach der Einnahme zu dir nehmen. Die Kur kannst du ohne Bedenken 30 Tage lang konsequent durchführen. Wenn dir das zu lange oder auch zu viel ist, dann kannst du auch das Intervallschema verwenden. Hierbei dauert die Kur zunächst 5 Tage. Auf die folgen dann 5 Tage Pause. Darauf startest du dann wieder ein nächstes Intervall mit 5 Tagen morgendlicher Anwendung. Entscheide am besten selbst, welche Methode für dich in Frage kommt und was dir eben lieber ist. Wann und warum solltest du auf die Natron-Zitronen-Kur besser verzichten? Wenn du Probleme mit dem Herzen hast oder am Bluthochdruck leidest, dann ist die Kur mit Natron, Zitrone und Wasser nichts für dich. Das Gemisch ist reich an Natrium und bei den genannten Krankheiten musst du darauf achten, weniger von diesen Elementen mit der Ordnungszahl 10 zu dir zu nehmen. Musst du regelmäßig Medikamente einnehmen, dann spreche bitte mit deinem Arzt, bevor du eine Natron-Zitronen-Kur startest. Natron kann nämlich die Aufnahme der Wirkstoffe aus den Medikamenten erschweren oder möglicherweise sogar verhindern. Daher muss die Zeit der Medikamenteneinnahme entsprechend angepasst werden. 2 Stunden nach dem Natronkonsum sollte mit Tabletten und Tropfen dann noch gewartet werden. Frag deinen Arzt auch, ob du die Kur durchführen darfst, wenn deine Nieren nur eingeschränkt funktionieren. Generell ist die Kur bei Nierenleiden unterstützend und hilft der Niere, gesund zu bleiben. Doch bei eingeschränkter Nierenfunktion ist Vorsicht geboten. Solltest du an einer Gastritis leiden, ist es besser für dich, auf die Kur zu verzichten und dir eine andere Möglichkeit zu suchen, um deine Beschwerden zu lindern. Die Kur ist für Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren geeignet. Wenn du noch minderjährig sein solltest, verzichte am besten auf diese Kur. Das gleiche gilt für dich, wenn du schwanger bist. Nur noch ein paar Hinweise für deine Sicherheit. Du fühlst dich gut informiert und möchtest direkt mit der Natron-Zitronen-Kur beginnen? Doch auch hier ist ein wenig Vorsicht geboten. Im Allgemeinen gilt die Kur als einfach, günstig, bekömmlich und vor allem gut verträglich. Doch es kann durchaus sein, dass gerade du empfindlich auf Natron reagierst. Auch kann es passieren, dass die Kur bei dir keinen Erfolg zeigt. Deshalb sei vorsichtig und teste einmal in Ruhe, wie du auf die Zufuhr von Natron reagierst. Kommst du gut zurecht damit und die Kur zeigt dir erwünschte Erfolge, dann freue dich darüber. Mach die Kur aber dann nicht zu häufig. Auch das kann nämlich zu unerwünschten Nebenwirkungen führen. Das könnten beispielsweise aufkommende Probleme mit dem Magen-Darm-Trakt oder eine unerwünschte Übersäuerung sein. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Weitere Tipps, Tricks und interessante Informationen rund um das Thema Gesundheit findest du auch auf unserer Homepage unter www.gesundheitsblatt.com.
Wenn du neu auf unserem Kanal bist und dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben, teile diese mit deinen Freunden und abonniere unseren Kanal.